Mein Name ist Alexander Schweidler, ich bin Pflegekraft auf der anästhesiologischen Intensivstation am Landeskrankenhaus in Salzburg. Ja, wir versorgen hier hauptsächlich herzchirurgische Patienten, zum Teil auch kieferchirurgische oder allgemeinchirurgische Patienten. Was ich an dem Job mag, ist die Akutversorgung, dass Core Doc eigentlich ausschaut wie der andere. Man hat quasi immer, man wird immer gefordert, man muss Notfallsituationen meistern und ja, versuche, dass man den Alltag bewerkstelligt und jeden Tag, wenn man in die Arbeit kommt, weiß man quasi nie, was einen erwartet. Also ich bin die Katharina Gröss. Ich bin hier seit 2 Jahren im Landesklinikum Salzburg als Krankenpflegerin tätig. Ich habe mich für Salzburg entschieden, weil mir Salzburg als Stadt irrsinnig gut gefällt, mit allem, was es bietet, Berge, Seen, und auch die Innenstadt. Ich habe mich dort dazu entschlossen, im Intensivbereich zu schnuppern und der Tag hat mich schon sehr überzeugt. Und mir geht es eigentlich wie im Alex, dass jeder Tag eigentlich nicht wie der andere ist. Man hat natürlich ruhigere Tage dabei, aber dann sind wieder sehr fordernde Tage, sehr herausfordernd, wo trotzdem der Mensch im Mittelpunkt steht und man hat, anders wie auf einer Normalstation, einen oder zwei Patienten, für die man vollständig zuständig ist. So, ursprünglich komme ich aus Deutschland und habe da gelernt und jetzt 7 Jahre gearbeitet. Genau, und jetzt bin ich nach Salzburg gewechselt, unter anderem auch wegen der Anbindung an die Uni. Ich habe gehofft, dass man hier evidenzbasierte Pflege vorfindet und das tut man auch. Also das Ding, das ist alles eigentlich so auf dem neuesten Stand. Man versucht wissenschaftlich zu arbeiten, insofern das in den Alltag integrierbar ist und man lebt es hier. Das ist eigentlich schon schön. Generell ist, muss man sagen, dass die Professionalität hier relativ hoch ist. Ja, und ich genieße es, in einem Team arbeiten zu können, wo man quasi sich auf jeden verlassen kann und auch muss. Nach meinem Wechsel von Deutschland daher habe ich meinen Platz, denke ich, hier gefunden und ich denke mal, das Haus ist offen für weitere Pflegekräfte und wir werden uns freuen, wenn sie noch mehr Leute entscheiden werden, uns hier im Team zu unterstützen und den Alltag zu meistern. Also die 2 Jahre, wo ich jetzt da bin, sind eine Achterbahn der Gefühle gewesen, auch meinerseits, weil viele schöne, aber auch traurige Momente dabei waren. Viele herausfordernde Momente für mich, wo ich aber auch sehr gewachsen bin. Wir freuen uns über junge und auch schon ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir freuen uns über Zuwachs. Wir brauchen den Zuwachs und ja, wir freuen uns auf die gemeinsamen Herausforderungen und bitten dich, dich zu bewerben.